Hallo Leute, hier ist mal wieder Gadur. Heute mit dem Alfaka Einfachapfel. Hier die OVP von Alfaka mit roten Äpfeln drauf und der Tabak ist in so einem kleinen Säckchen. Sieht so ein bisschen aus wie die großen Factory Bags. Ist allerdings ohne Zipper, also man kann ihn nicht so wieder verschließen. Zum Schnitt des Tabaks und zum Setup, das sind drei Lagen Alufolie, Kopf halb voll und ihr seht da unten das Video eingeblendet. Ja, drei Lagen Alufolie, überall Löcher und drei Bambucha-Kohlen drauf. Zum Geruch. Ja, er riecht eher nach Apfeltee mit so einem leichten Hauch von Vanille. Ist ein guter Geruch, sehr angenehm und vor allen Dingen kein Anis. So, zum Rauch. Ja, wie ihr seht, wie von Alfaka gewohnt, ganz anständig, nicht ganz so gut wie andere Alfaka-Sorten, das muss ich dazu sagen, aber schon recht ordentlich. Zum Geschmack, der ist eigentlich 1:1 zum Geruch nach Apfeltee mit einem Hauch Vanille. Finde ich sehr angenehm, ist ein sehr guter Tabak, vor allen Dingen auch mal ein Apfeltabak ohne Anis. Von mir kriegt der Tabak eine gute 2, weil eben die Rauchentwicklung doch anders ist als bei den anderen Alfaka-Sorten. Und ja, ist eine Kaufempfehlung von mir. Wenn ihr ihn bekommen könnt, probiert ihn aus. Diesmal nicht ganz so lang, aber ich hoffe trotzdem ein gutes Review. Bis dahin, haut rein, euer Gadur.